Wir freuen uns auf das hoffentlich am Samstag stattfindende Spitzenspiel. Ich sage das deswegen mit Vorsicht, weil unsere Leute hier eigentlich im Moment Tag und Nacht durcharbeiten. Die können nicht so schnell schaufeln, wie der Schnee fällt. Ungewöhnliche Atmosphäre, wenn man draußen langläuft. Man denkt irgendwie Frankfurt am Arlberg. Wird schwierig. Wir werden uns bemühen, wir werden alles dafür tun. Haben das technische Problem, dass wir im Moment mit den Gerätschaften nicht auf den Platz können, weil der Boden unten drunter sehr weich ist und wir dadurch den Platz kaputt machen würden. Das heißt, wir sind bemüht, per Hand den Rasenplatz zunächst mal zu räumen, dann zu beten, dass es heute Nacht nicht nochmal so schneit. Und wer schon mal zu Hause seinen eigenen Hofgang vom Schnee befreit hat, der weiß, das ist eine Arbeit für einen, der Vater und Mutter erschlagen hat. Und das ist richtig viel und die Leute bemühen sich und das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Die sind seit heute Morgen um 7 schon wieder am Machen, haben jetzt für die erste Mannschaft zunächst mal den Trainingsplatz freigeräumt. Das ist ein einigermaßen gutes Training. Hans-Jürgen, ich weiß nicht, ob es dann auch so war, ein einigermaßen gutes Training stattfinden konnte. Und jetzt bemühen wir uns im nächsten Schritt für Samstag das Spiel hinzukriegen. Ja, ich habe es schon mal gesagt eben, es ist ein Spitzenspiel, da bin ich persönlich sehr, sehr stolz drauf, dass wir am 16. Spieltag der zweiten Bundesliga hier so selbstbewusst von einem Spitzenspiel sprechen dürfen. Das hat die Mannschaft und das Trainerteam sich erarbeitet. Das ist für den Verein eigentlich somit das schönste Weihnachten, was wir in den letzten Jahren begehen konnten. Sie wissen, dass wir in den letzten Jahren um diese Zeit hier immer gesessen haben oder sitzen mussten, in dem Fall wirklich sitzen mussten und erklären mussten, warum eigentlich alles gar nicht so schlecht ist, wie ihr immer geschrieben habt. Diesmal ist es so, dass ich manchmal, insbesondere bei dem einen oder anderen Kollegen, ich will jetzt keinen angucken, Manfred, erklären muss, dass man einen Ball flach halten muss und dass alles ein bisschen auch nur eine Momentaufnahme ist. Wir freuen uns natürlich, wir genießen auch diesen Moment. Das ist wesentlich sympathischer in so einer Situation zu stecken als da unten drin. Für mich ist es auch, wenn ich die Spiele angucke, wo wir jetzt nach Duisburg gefahren bin, so entspannt habe ich in den letzten 2 Jahren keinen Fußball schauen dürfen, zumindest nicht die Spiele des FSV Frankfurt. Und wenn du dann aus einer völligen tiefen Entspannung heraus auch noch 1-3 bei einem absoluten Spitzenteam gewinnst, ist das für das eigene Seelenleben umso besser. Ich freue mich auf das Spiel. Augsburg ist eine wirklich richtig gute Mannschaft. Das ist jetzt auch nicht dieses typische schwätzt den Gegner hochgeschwätzt vor jedem Spiel. Die haben die Kurve gekriegt, die sind am Anfang ein bisschen gestolpert in die Saison rein, aber die haben eine richtig starke Substanz und ich denke, dass für Augsburg alles andere als der Aufstieg auch in der Saison ein Misserfolg wäre. Man setzt in dem Verein die ganze Hoffnung auf diesen Aufstieg und ich glaube, sie haben auch wirklich die Klasse dazu. Da können wir die Ohren anlegen. Ich hatte vor dem Duisburg-Spiel gesagt, für die Mannschaft beginnt eine Reifeprüfung. Den ersten Teil hat sie mit Bravour bestanden. Und der zweite Teil dieser Reifeprüfung findet hoffentlich am Samstag um 13 Uhr statt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Reisig. Und Herr Beusen kann jetzt berichten, wie das Training wirklich war heute. Ja, irgendwas geht immer. Ja, es gibt kein Wetter, wo man nicht etwas tun kann und so ist es auch heute in erster Linie allerdings darin begründet, dass unsere fleißigen Platzwarte, unsere fleißigen Helfer, auch der Herr Auer hat in den letzten Tagen auch heute wieder mit angepackt, dass wir zumindest eine Spielfeldhälfte auf dem Kunstrasen hatten. Und ja, es ist natürlich so, dass aufgrund der schwierigen Bodenverhältnisse, nicht nur heute, sondern zurückliegend, man mit Bedacht trainiert, ja, weil durch diese glatten Böden, das Wegrutschen, ein hohes Maß die Gelenke beansprucht oder halt eben auch Verletzungen provozieren kann. Und es gilt da halt eben vernünftig zu dosieren, aber trotzdem die Mannschaft so
im Rhythmus zu halten oder so zu bewegen, dass sie im Rhythmus bleibt. Ja. Und ich denke, dass es bisher gut gelungen ist, insbesondere wir auch, ich hoffe, dass es bis zum Samstag so bleibt, keine verletzten Spieler dazu bekommen haben, was halt eben bei diesen Verhältnissen zu befürchten ist oder man muss unter Umständen damit rechnen. Aber wir versuchen, wie schon erwähnt, das Training halt eben auch so zu gestalten, dass die Gefahr überschaubar ist. Und so war es auch am heutigen Morgen, gut geschwitzt, viel Fußball, also am Passspiel gearbeitet und es soll ja, wenn man die Statistiken liest, eine unserer Stärken sein, was die Passgenauigkeit angeht und es wird deshalb auch immer in unserem Trainingsrhythmus ein Bestandteil sein. Und mal schauen, was das Wetter bis morgen provoziert. Wir werden uns auf alle Fälle auch morgen wieder im Freien bewegen. Und ich hoffe natürlich auch, man möchte im Rhythmus bleiben und keine Nachholspiele absolvieren, dass wir, gerade wenn man auch so einen guten Lauf hat, gegen Augsburg spielen und am liebsten natürlich gewinnen. Die Augsburger haben nun 7 Spiele in Serie nicht mehr verloren. Das ist eine stolze Bilanz. Aber auch wir sind dabei, eine ordentliche Serie zu spielen und die möchten wir natürlich am Samstag fortsetzen. Vielleicht ist es ein gutes Omen, dass ja, die Bilanz gegen Augsburg ja bisher zu Hause eine gute ist. Vielleicht ist es ein gutes Omen, dass der FC Augsburg genau wie letzte Woche der MSV Duisburg auf Platz 2 steht. Vielleicht auch, dass sie mit gleichem System spielen wie Duisburg. Aber es wird definitiv so sein, dass wir wieder eine sehr gute Leistung brauchen. Aber man spürt aktuell, wie eigentlich in den letzten Wochen auch, dass die Mannschaft sehr konzentriert trainiert und auch gut Fußball spielt und viel Freude hat, ohne dabei Nachlässigkeiten zu registrieren. Und es ist genau diese Mischung, die dann wieder optimistisch stimmt für diese schwierige Aufgabe. Wir müssen hinten wieder gut stehen. Wir wissen, dass wir gegen die einschussstärkste Mannschaft spielen mit Cottbus. Und insbesondere Raphael, der zurückliegend 3-mal getroffen hat, wenngleich 2 Elfmeter dabei waren, die er souverän verwandelt hat. Sicherlich auch noch Hein, der als hängende Spitze agiert. Wir Augenmerk schenken müssen. Turk war auf der Bank gesessen nach seiner Verletzung. Ich weiß nicht, ob er wieder dabei ist. Ich könnte mir vorstellen, so als Notnagel, wenn es ganz eng wird, dass er nochmal ins Spiel kommen kann. Egal wie auch immer, war Werner über die rechte Außenbahn mit seinem linken Fuß mit. Da zählte er zu den 3 gefährlichsten Spielern bei den Augsburgern und die Offensive ist stark, aber ich habe halt eben auch registriert, dass die Augsburger gerade mit dem Ball, den wir spielen, in Verlegenheit zu bringen ist und wir werden auch am Samstag wieder unsere Siegchance suchen.